Richtung vor die Küsten der verfeindeten Großmächte. Eine dieser Missionen endet in einer Katastrophe, die der Albtraum aller Atom-U-Boot-Besatzungen ist. Das sowjetische U-Boot K-219, bewaffnet mit atomaren Langstreckenraketen, wird durch Feuer, Meerwasser und giftige Gase fast zur Explosion gebracht. Der Kapitän und seine Mannschaft setzen ihr Leben aufs Spiel, um eine atomare Katastrophe 2000 Kilometer vor der amerikanischen Küste abzuwenden. September 1986, Gandjevo, UdSSR. Der U-Boot-Hafen der sowjetischen Nordmeerflotte ist der Heimathafen der meisten der 84 Raketen-U-Boote der Sowjetunion. Es ist eine der heißen Phasen jenes Kalten Krieges, der das Leben mehr als einer Generation prägte. Die sowjetische U-Boot-Flotte ist doppelt so groß wie die amerikanische. Ein alarmierendes Signal für Washington. In den 80er Jahren wurde deutlich, dass sie ein starkes U-Boot-gestütztes atomares Abschreckungspotenzial aufgebaut hatten. Ihre Fähigkeit, einen atomaren Zweitschlag gegen die USA zu führen, hätte sie zum Einsatz ihrer Streitkräfte verleiten können. Wir mussten Stärke zurückgewinnen gegen den sowjetischen Vorsprung, in der Luft, zu Wasser und zu Lande. Also mussten wir aufholen, und zwar schnell. Das ist immer teurer und riskanter, und es war ein mühsamer Weg. Zum überwiegenden Teil besteht die sowjetische Flotte aus altgedienten U-Booten wie der K-219, eine U-Boot-Klasse, die von den Amerikanern als Yankee-Klasse bezeichnet wird. K-219 tut seit 15 Jahren Dienst im Kalten Krieg. Die Yankee ist knapp 130 Meter lang und in der Lage, nur wenige hundert Seemeilen vor der amerikanischen Küste zu operieren. Sie trägt 16 Atomraketen, die auf militärische und zivile Ziele in den USA gerichtet sind. Im Bug sind 18 Torpedos untergebracht, zur Verteidigung gegen amerikanische U-Boote und Schlachtschiffe. Die zentrale Kommandobrücke ist das Gehirn des U-Boots. Das Herzstück sind die Atomraketen. Jede von ihnen könnte Millionen Menschen töten. Weiter achtern befinden sich die Atomreaktoren, die dem U-Boot erlauben, monatelang unter Wasser zu bleiben. Im Heck schließlich der Maschinenraum mit einem Notausstieg. Das Raketen-U-Boot der Yankee-Klasse wurde an der Ostküste und der Westküste der USA eingesetzt, was für einige Aufregung gesorgt hat. Die sowjetische Marine sicherte die U-Boote, damit sie ihre Raketen ungehindert auf Ziele in den USA richten konnten. Acht Uhr morgens. Kommandant Igor Britanow steuert sein U-Boot aus dem Hafen in die Gewässer der Arktis. Die Mission glich den 12 früheren Missionen, die ich befehligt hatte. Es war eine Patrouillenfahrt in ständiger Alarmbereitschaft. Für den Fall, dass wir den Befehl zu einem Atomschlag erhalten würden. Wir hatten den Atlantik bis zur Küste der Vereinigten Staaten zu durchqueren, in den Gewässern um die Bermuda-Inseln zu kreuzen und schließlich nach 70 bis 80 Tagen zu unserer Basis zurückzukehren. Die Raketen der K-219 tragen genug atomare Sprengkraft, um alles menschliche Leben zwischen New York City und Norfolk, Virginia auszulöschen. Diese Bedrohung können die USA nicht ignorieren. Amerikanische Angriffs-U-Boote folgen den sowjetischen U-Booten in Torpedoreichweite,
um sie im Kriegsfall zu zerstören, bevor sie ihre Raketen abfeuern können. Die amerikanischen U-Boote hatten den Befehl, uns zu jagen. Sie waren überall, von der Barentssee nahe unserer Küste bis zu unseren Einsatzgebieten im Atlantik. Sie konnten uns überall aufspüren. Zu meinen Aufgaben als Kommandant gehörte es, diese amerikanischen U-Boote zu entdecken und ihnen nach Möglichkeit zu entkommen. Die Entsendung der K-219 ist eine Gegenmaßnahme der Sowjets gegen ein neues amerikanisches Waffensystem. Mitte der 80er Jahre bedrohen amerikanische Pershing-Raketen und Tomahawk-Marschflugkörper, die in Westeuropa stationiert sind, die Sowjetunion. Sie antwortet mit einer Verdopplung der Raketen-U-Boot-Patrouillen im westlichen Atlantik. K-219 wird auf doppelt so vielen Langzeitmissionen eingesetzt wie bisher und nur noch halb so oft gewartet. Die Mannschaften werden hastig zusammengestellt. Kapitän Igor Britanov kennt kaum einen der 119 Mann an Bord. Einer von ihnen ist der junge Reaktorexperte Nikolai Belikov. Es war nicht unser Schiff. Wir wurden im letzten Moment auf K-219 beordert. Genau einen Monat vor Antritt der Fahrt. Unser gesamtes Training hatten wir auf einem anderen U-Boot absolviert. Als wir auf dieses Schiff verlegt wurden, hatten wir kaum Zeit, um uns auf unseren Kampfauftrag vorzubereiten. Der technische Zustand war allenfalls zufriedenstellend. K-219 ist dafür konstruiert, 16 Atomraketen zu tragen. Doch ein Raketensilo ist nach einem Unfall auf See zugeschweißt worden. Eine beständige Mahnung an die Tatsache, dass dieses U-Boot seine beste Zeit hinter sich hat. Zu den Offizieren, die auf K-219 die Verantwortung tragen, gehört auch Steuermann Jewgeni Asnabayev. Unser wichtigstes Ziel war, unbemerkt zu bleiben. Wir standen immer unter Gefechtsalarm. Heute muss man kein Geheimnis mehr daraus machen. Wir waren bereit, unsere Atomraketen auf die USA abzuschießen. Asnabayevs Aufgabe ist es, K-219 vor die amerikanische Küste zu steuern, ohne dass die USA es bemerken. Einer der besten Atomingenieure der Flotte, Gennady Kapitulski, ist für die störanfälligen alten Reaktoren von K-219 zuständig. Kapitulski ist der Vorgesetzte von Sergei Preminin, einem jungen Seemann aus einem kleinen Dorf in Nordrussland. Sergei Preminin war einer unserer Seeleute. Ein sehr junger Mann, erst 20 Jahre alt. Er war einer von denen, die Russland und die sowjetische Marine zusammenhielten. Ein einfacher, zuversichtlicher, verantwortungsvoller Mensch. Einer, der unsere Marine zu dem gemacht hat, was sie war. Als die lange Reise beginnt, meldet jede Abteilung dem Kommandanten ihre Einsatzbereitschaft. Waffenoffizier Alexei Petratschkow zögert. Raketensilo Nummer 2 scheint ein kleines Leck zu haben. Petratschkow weiß, dass beim Kontakt von Seewasser und Raketentreibstoff aggressive Salpetersäure entsteht, die den Treibstofftank zur Explosion bringen könnte. Doch Petratschkow weiß auch, dass die gesamte Mannschaft bestraft würde, wenn die Mission von K-219 wegen eines Fehlers in seiner Abteilung abgebrochen werden müsste.
Er beschließt zu schweigen. Kapitän Britanow gibt den Befehl zum Tauchen. Die nächsten 3 Monate soll K-219 unter Wasser verbringen, in geheimer Mission. So jedenfalls sieht es ihr Einsatzplan vor. Kapitän Britanow weiß, dass das tödliche Katz-und-Maus-Spiel unter Wasser schon begonnen hat. Möglicherweise hat ein amerikanisches Angriffs-U-Boot, das vor der Küste der Sowjetunion lauerte, bereits die Verfolgung aufgenommen. Make a depth 200 feet. Make my depth 200 feet. Aye, sir. During the height of the Cold War, at any given time, the United States Navy probably. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges hatte die US Navy zu jedem Zeitpunkt mindestens 6 U-Boote in Aufklärungsmission im Einsatz, und es konnten bis zu 12 oder 15 werden. The missions were. Die Missionen richteten sich gegen verschiedene Aktivitäten. Das konnten zum Beispiel bestimmte strategische Muster sowjetischer U-Boot-Einsätze sein. Es waren aber auch Spionageoperationen wie das Abhören des Funkverkehrs, Sammeln von akustischen Daten und vieles mehr. Die US Navy gibt keine Informationen darüber preis, ob K-219 beobachtet wurde, als sie ihre arktischen Heimatgewässer verließ. Bis heute werden die Einsätze amerikanischer Angriffs-U-Boote geheim gehalten. September 1986. Britanow weiß, dass er sich dem amerikanischen Überwachungssystem SOSUS nähert. Hunderttausende von winzigen Mikrofonen auf dem Meeresgrund sind mit Computern verbunden, die sämtliche Geräusche herausfiltern, bis auf die Antriebsgeräusche sowjetischer U-Boote. Hier unbemerkt durchzukommen, ist die große Herausforderung für Britanow. Wir versuchten, SOSUS zu überlisten, indem wir die Identifikation unseres Antriebsgeräusches erschwerten. Zum Beispiel fuhren wir während eines Sturms auf See knapp unter der Wasseroberfläche, um das Antriebsgeräusch zu überdecken. Oder wir fuhren im Kielwasser eines lauten Schiffs. Zwei Tage lang hält Britanow sein U-Boot im Kielwasser eines russischen Frachters. Ein schwieriges und riskantes Manöver. Es geht schon! Nach 1, 2 oder 3 Tagen erreichten wir den Atlantik. Immer noch hinter dem Frachter verborgen. Im offenen Meer war es dann einfacher, unser Geräusch zu maskieren. Die größte Gefahr, entdeckt zu werden, lag hinter uns. Die Taktik ist erfolgreich. Von 6 sowjetischen U-Booten, die zu dieser Zeit in den Atlantik geschickt werden, gelingt es einem, SOSUS zu entkommen. K-219 hat sich durchgeschlichen. Oktober 1986. Nach 4-wöchiger Patrouille im Atlantik hat K-219 das erste Drittel ihrer Mission erfüllt. Für ihre 119 Besatzungsmitglieder ist es eine einförmige Wiederholung von Arbeit, Schlaf und Wachdienst. Ein Mann an Bord wacht über die Mannschaft selbst. Valeri Pschenitschny ist KGB-Offizier. Seine größte Sorge ist Sabotage.
Während einer langen Mission auf engem Raum kann ein Mensch sich psychisch verändern. Die Leute bekommen Heimweh, sie halten die Enge im U-Boot nicht mehr aus. Deshalb kommt es vor, dass jemand Teile der Ausrüstung beschädigt, um schneller wieder nach Hause zu kommen. Bestimmte Leute tun das, wenn sie in einen psychischen Extremzustand geraten. Deshalb hat der Sicherheitsoffizier an Bord die Aufgabe, den Kommandanten über Leute zu informieren, die möglicherweise das U-Boot beschädigen könnten. Auch unter Wasser ist die Mannschaft verpflichtet, die Belehrungen der kommunistischen Partei anzuhören. Kapitän Bletanow ist allerdings mehr am Teamgeist seiner Leute als an ihrer Linientreue interessiert. Für K-219 beginnt der zweite Monat ihrer Mission. Sie treibt in den Gewässern des tropischen Golfstroms östlich der Bermuda-Inseln. Der Anstieg der Wassertemperatur lässt im Innern des U-Boots Kondenswasser entstehen. Doch die Mannschaft des Raketenraums zögert noch immer, ihre Probleme zu melden. Kondenswasser entstand überall und natürlich auch in den Raketensilos. Deshalb machte sich niemand viel Gedanken über kleine Wassermengen in den Silos. Jeden Tag entfernte die Mannschaft etwas Kondenswasser aus ihnen. Bletanow ist es gelungen, den Mikrofonen von Sosus zu entgehen. Jetzt muss er den amerikanischen Angriffs-U-Booten entkommen, die durch den Atlantik kreuzen. Um etwaige Verfolger loszuwerden, ordnet er ein riskantes Manöver an, das von den Amerikanern Irrer Iwan genannt wird. So we had contact. Get ahead, sir. Here's open, sonar. Es gab verschiedene Wege herauszufinden, ob wir von einem amerikanischen U-Boot verfolgt wurden. Eine Methode war, unsere Geschwindigkeit plötzlich zu erhöhen, bis auf etwa 24 Knoten, und diese Geschwindigkeit einige Zeit beizubehalten. Wenn ein amerikanisches U-Boot uns verfolgte, musste es jetzt ebenfalls beschleunigen. Dabei wurden seine eigenen Geräusche so laut, dass es nicht mehr in der Lage war, uns zu hören. Nach einiger Zeit stoppten wir dann abrupt, wendeten und hörten, wie das amerikanische U-Boot in voller Fahrt an uns vorbeirauschte. Khan, Sonar, Crazy Ivan. Crazy Ivan, all stop. Break for quiet. Break for quiet, hi sir. Diesmal hören sie nichts. Natürlich unternahmen wir auf jeder Patrouillenfahrt alles, um zu vermeiden, entdeckt zu werden. Und wir überprüften routinemäßig, ob wir verfolgt wurden. Aber wir konnten keinen Verfolger entdecken. Entweder hatte das Manöver seinen Zweck verfehlt, oder es war wirklich niemand hinter uns. Oktober 1986. K-219 befindet sich 300 Seemeilen östlich der Bermuda-Inseln. Das U-Boot fährt dicht unter der Wasseroberfläche, um einen Funkspruch der Kommandozentrale aufzufangen. Dann muss K-219 wieder auf Tauchstation gehen, um sich in der Tiefe zu verstecken. Doch als das altersschwache U-Boot zu tauchen beginnt, führt der Anstieg des Außendrucks zu einer der schlimmsten Katastrophen des Kalten Krieges. Юрий, скорее сюда! Смотри!
Durch das Leck im Raketensilo dringt Seewasser ein. Alarmsignale gellen durch das Schiff. Erst jetzt erfährt Kapitän Britanow, was sein Waffenoffizier Petratschkow ihm verschwiegen hat. Ich rief den Offizier an, der für die Raketenabteilung zuständig war, um einen Lagebericht anzufordern. Er antwortete nicht. Doch ich hörte durch das Intercom, wie die Mannschaft versuchte, das Wasser aus dem beschädigten Raketensilo abzupumpen. Mir wurde klar, dass die Lage ernst war. Ich entschloss mich, das U-Boot sofort an die Oberfläche zu bringen, um das Problem zu lösen. Doch es ist zu spät. Das Salzwasser hat seinen Weg durch die Ummantelung einer Atomrakete gefunden. Ihr Treibstofftank explodiert. Flammen schlagen aus dem Raketenraum und giftige Dämpfe treten aus. Mehrere tausend Liter Wasser dringen durch ein klaffendes Leck in der äußeren Hülle ein. Das U-Boot beginnt zu sinken. Britanow beschließt, seinen strikten Befehl, unentdeckt zu bleiben, zu ignorieren. Er muss sein U-Boot an die Oberfläche bringen, oder das Schicksal der 119 Menschen an Bord ist besiegelt. Mein Mechaniker und ich brüllten gleichzeitig dieselben Befehle. Alle Tanks anblasen und auftauchen. Es war ein Notfall. Wer konnte wissen, welches Ausmaß der Schaden hatte? Möglicherweise hatten wir ein Loch im Rumpf. Das angeschlagene U-Boot kämpft mit voller Kraft gegen den enormen Wasserdruck und schießt an die Oberfläche. Im Raketenraum geht das Wasser zurück und das Feuer erlischt. Doch die giftigen Gase, die aus dem Treibstofftank der Rakete entweichen, drohen die Mannschaft zu ersticken und verätzen ihre Lungen. Drei Männer sterben, bevor der Rest in Sicherheit gebracht werden kann. Petratschkows Entscheidung, das Leck nicht zu melden, kostet auch ihnen das Leben. Die leckgeschlagene Raketenabteilung befindet sich in der Mitte des Bootes. Das giftige Gas dringt von Abteilung zu Abteilung vor. Der KGB-Offizier Valery Pschenitschny beordert 60 Mann in den hinteren Teil des U-Boots, wo sie saubere Luft atmen können. Ich hörte den Alarm, lief aus meiner Abteilung und fragte, was ist los? In dem Moment verkündete der Kommandant durchs Intercom, höchste Alarmstufe, Giftgas im U-Boot. Ich hatte, wie man so sagt, das Gefühl, dass mein bisheriges Leben wie ein Film vor meinen Augen abläuft. Hinter einem dicht schließenden Schott sind der KGB-Mann und die Hälfte der Mannschaft fürs Erste in Sicherheit. Britanow beauftragt seinen Steuermann, Asnabayev, einen Notruf an das 8000 Kilometer weit entfernte sowjetische Oberkommando abzusetzen. Die Anweisungen aus Moskau sind hart, aber eindeutig. Die Mannschaft muss trotz der Gefahr an Bord bleiben, bis Hilfe von sowjetischen Frachtern eintrifft, obwohl sie frühestens in 2 Tagen erwartet werden können. Die Amerikaner dürfen auf keinen Fall an K-219 und ihre tödliche Fracht herankommen. In Virginia wird die US Navy aufmerksam. Im Oktober 1986 war ich leitender Offizier der Aufklärung der Atlantischen Seestreitkräfte in Norfolk. An diesem Morgen wies mich der Wachoffizier darauf hin, dass einige sowjetische Handelsschiffe in auffälliger Weise von ihrem Kurs abgewichen waren.
Schäfer vermutet, dass die Handelsschiffe umgeleitet wurden, um einem in Seenot geratenen sowjetischen U-Boot beizustehen. Ich empfahl, die P-3 Orion, ein Flugzeug zur U-Boot-Jagd, loszuschicken, das sich auf den Bermudas in Bereitschaft befand. Ich hatte das Gefühl, dass es gute Chancen gäbe, ein sowjetisches U-Boot zu finden, das in Schwierigkeiten geraten war. Schäfers Vermutung erweist sich als zutreffend. Das Flugzeug macht Filmaufnahmen, wie sie in den vergangenen 40 Jahren des Kalten Krieges noch nie zu sehen waren. Ein sowjetisches Atom-U-Boot, das rauchend an der Oberfläche treibt. Es scheint keine Fahrt mehr zu machen. Die braunen Rauchwolken lassen Schlüsse auf die verzweifelte Lage an Bord zu. Die Bilder stoßen auf großes Interesse im Washington Ronald Reagans. Im Jahr 1985 wurde ich Direktor des Situation Room im Weißen Haus. Es ist das Alarmzentrum der amerikanischen Regierung und befasst sich mit Informationen, die für die Regierung oder den Nationalen Sicherheitsrat von Bedeutung sind. Da ich von der Navy kam und meine Kontakte hatte, konnte ich den Leiter der Aufklärungsabteilung der Navy persönlich um einige Bilder bitten. Ich wusste, dass der Präsident interessiert sein würde, ein aufgetauchtes sowjetisches U-Boot zu sehen. Und er war interessiert. Das Interesse der Amerikaner hat mehrere Gründe. Obwohl der Unfall geheim gehalten wurde, kam es zu Spekulationen, das Leck in dem sowjetischen U-Boot könnte durch einen Zusammenstoß mit einem amerikanischen Atom-U-Boot verursacht worden sein. Der Verdacht richtet sich auf eines der modernsten amerikanischen Angriffs-U-Boote, die USS Augusta. Drei Wochen nach dem Unfall meldet ein amerikanischer Nachrichtensender, dass die Augusta schwer beschädigt sei, infolge einer Kollision mit einem sowjetischen U-Boot. Die USS Augusta wird zur Reparatur in ein Trockendock geschafft. Es wird behauptet, dass sie zum fraglichen Zeitpunkt an jenem Ort war, an dem K-219 beschädigt wurde. Der Bug der Augusta ist eingedrückt, ihr empfindliches Sonar zerstört. Der Schaden wird auf 1,5 Millionen $ geschätzt. 1986 war Vizeadmiral Dan Cooper Oberbefehlshaber der atlantischen U-Boot-Flotte. Er räumt lediglich ein, dass die Augusta in dieser Region war. Die Augusta hatte niemals einen Zusammenstoß mit diesem U-Boot. Es war auch kein anderes U-Boot unserer Flotte in der Nähe, bis die Augusta dorthin beordert wurde, lediglich um zu beobachten. Doch wodurch wurde die Augusta beschädigt? Die sowjetischen Behörden sagen, es könnte auch eines ihrer U-Boote gewesen sein, die der K-219 zur Hilfe eilten. Kapitän Britanow selbst glaubt nicht, dass er mit der Augusta zusammengestoßen ist. Diese Theorie kann ich nicht bestätigen. Nichts deutet darauf hin, dass ein anderes U-Boot beteiligt war. Es gab keine Kollisionsspuren, keine Geräusche, kein Krachen, kein Knarren. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mit etwas zusammenstößt. Während K-219 hilflos im Wasser treibt, schickt die amerikanische Atlantikflotte den Schlepper Powhatan, um das feindliche U-Boot aus der Nähe zu betrachten und ihm Hilfe anzubieten. Ich wurde dorthin beordert, um Rettungsboote anzubieten und um anzubieten, sie ins Schlepptau zu nehmen. Schließlich ist die Powhatan ein Schlepper. Natürlich wollte die Navy auch Bilder, um das Ereignis zu dokumentieren, welche Schiffe anwesend waren und ähnliches. In Washington berichtet die US Navy, dass von K-219 keine Gefahr für die Vereinigten Staaten ausgeht. Präsident Reagan erhält eine persönliche Botschaft von Michail Gorbatschow.
Der sowjetische Regierungschef versichert ihm, dass keine radioaktive Verseuchung droht. Doch Gorbatschow weiß nicht, was an Bord seines U-Boots vor sich geht. Das giftige Gas dringt allmählich zum Heck vor, in das sich die Mannschaft geflüchtet hat. Die Hitze und die säurehaltigen Dämpfe zersetzen die Gummidichtungen der Schotten. Jedes Besatzungsmitglied erhält eine Gasmaske und Sauerstoffkartuschen für den Notfall. Doch eine Kartusche reicht für 10 Minuten und es sind nur noch 30 übrig. Plötzlich spitzt sich die Lage zu. Zunächst gab es keine Anzeichen für Feuer an Bord. Doch bald wurden mehrere kleine Brände an verschiedenen Stellen entdeckt. Dann brach ein schweres Feuer in der vierten Abteilung aus. Es zerstörte das Hydrauliksystem und die Kontrollinstrumente des Reaktors, die sich in dieser Abteilung befanden. Ich gab der Mannschaft Befehl, das Feuer zu bekämpfen. Die Lage verschärfte sich zusehends. Feuer in der vierten, Feuer in der sechsten, Funkenflug in der achten Abteilung. Die Temperatur in den Abteilungen der Mannschaft erreicht 55 Grad Celsius. Die Atomreaktoren beginnen sich zu überhitzen. Der schlimmste Albtraum jeder Atom-U-Boot-Besatzung droht Wirklichkeit zu werden. Die Reaktoren müssen heruntergefahren werden. Wenn es zur Kernschmelze kommen sollte, würde keiner an Bord überleben. Und es käme zu einem zweiten Tschernobyl, nun im Atlantischen Ozean. Doch die Kontrollstäbe, die die atomare Kettenreaktion bremsen können, werden von der Hitze in geöffneter Position gehalten. Starke Hitze kann einen Atomreaktor zur Explosion bringen. Die Folge wäre radioaktive Verseuchung. Erst im Innern des U-Boots, dann im umgebenden Meer. Kapitän Britanow muss das Leben eines Besatzungsmitglieds aufs Spiel setzen, um die anderen zu retten. Nikolai Belikow ist für den Reaktor verantwortlich. Wir wussten, dass diese Position der Kontrollstäbe unter bestimmten Bedingungen eine Katastrophe verursachen konnte. Wir hatten keine Wahl. Der Kommandant beauftragte uns, die vier Stäbe in geschlossene Position zu bringen. In Amerika weiß niemand etwas von dem Drama, das sich 2000 Kilometer vor der Küste abspielt. Nur Belikow und der junge Sergei Preminin sind dazu ausgebildet, den Reaktor abzuschalten. Die radioaktive Strahlung ist hoch genug, um beide Männer trotz ihrer Schutzanzüge schwer zu schädigen. Doch es ist der einzige Weg. Das erste Mal ging ich allein in die Reaktorabteilung. Die Hitze war stark, über 50 Grad Celsius. Ich kämpfte mich bis zum Reaktor vor und schaffte es, einen Kontrollstab abzusenken. Dann ging mein Sauerstoffvorrat zu Ende. Ich unternahm einen zweiten Versuch, diesmal gemeinsam mit Sergei Preminin. Gemeinsam schafften wir es, die nächsten beiden Stäbe abzusenken. Als wir anfingen, am vierten zu arbeiten, bekam ich keine Luft mehr. Wieder war der Sauerstoff zu Ende. Wir mussten sehen, dass wir hinauskamen. Preminin und ich schleppten uns bis in die achte Abteilung, wo ich das Bewusstsein verlor. Britanow und Pschenitschny wissen, dass es nur eine Lösung gibt. Preminin muss noch einmal in den Reaktorraum. Nur er kann jetzt noch die nötigen Handgriffe ausführen. Kapitän Britanow muss Preminin nicht erst den Befehl dazu erteilen.
Das Leben von mehr als 100 Besatzungsmitgliedern liegt in den Händen eines jungen russischen Bauernsohns. Der letzte Kontrollstab muss in seine Position gebracht werden. Mit letzter Kraft schafft es Perminin, den Reaktor abzuschalten. Als er sich auf den Rückweg zu seinen Kameraden machen will, gelingt es ihm nicht, die rettende Tür zu öffnen. Der Druck, der durch die Hitze im Reaktorraum verursacht wurde, hält die Luke fest geschlossen. Perminin ist gefangen. Ich sagte ihm, er solle nicht sprechen, um Kraft und Sauerstoff zu sparen. Zur Antwort sollte er nur auf das Mikrofon klopfen, damit wir wussten, dass er unsere Befehle verstanden hatte und noch am Leben war. Wenige Augenblicke später hörte ich, wie er nach Luft rang. Mir wurde klar, dass er seine Maske abnahm. Vermutlich hatte er keinen Sauerstoff mehr und begann zu ersticken. Das Klopfen hörte auf, er konnte mir nicht mehr antworten. Er starb in dieser Abteilung. Er brachte sein Leben zum Opfer für das Leben der gesamten Besatzung. Das waren die letzten Minuten im Leben Sergei Preminins. Sergej. Was Belikow und Preminin getan haben, war, ich kann es nicht anders sagen, eine physische und moralische Heldentat. Preminin opferte sein Leben für eine große Tat. Vor der Küste der Bermuda-Inseln vergehen zwei bange Tage an Bord von K-219, bis die sowjetischen Frachtschiffe eintreffen. Die Befehle aus Moskau sind schockierend. Die Besatzung muss an Bord bleiben. Sie darf keine Hilfe von den Amerikanern annehmen. K-219 wird im Schlepptau eines Frachters in die Sowjetunion zurückgebracht. Die Schleppgeschwindigkeit war sehr niedrig, etwa 3 oder 4 Knoten. Die Basis war fast 7000 Kilometer entfernt. Man konnte sich leicht ausrechnen, wie lange das dauern würde. Auf der Brücke der Powhatan wird Albert Hunt Zeuge des Dramas. I identified myself. Ich gab mich als Seenotrettungsschiff der US Navy zu erkennen und sagte ihnen, dass ich starke Pumpen an Bord hätte, eine Ausrüstung zur Brandbekämpfung und Boote und dass ich sie in Schlepptau nehmen könnte. Sie lehnten ab und sagten, ich solle in einer Entfernung von 7 Seemeilen bleiben. Mir war klar, dass sie aus eigener Kraft nirgendwo mehr hinfahren würden. An Bord von K-219 sieht Kapitän Britanow einer neuen, nicht minder tödlichen Bedrohung entgegen.
In der Raketenabteilung steigt die Temperatur unaufhaltsam. 15 Atomraketen könnten gleichzeitig explodieren. Eine Katastrophe, die den Reaktorunfall noch übertreffen würde. Betanov ist von seiner Besatzung abgeschnitten. 4 sind tot, 115 sind noch am Leben. Der Kapitän beschließt, den Befehl aus Moskau zu missachten und seine Karriere zu opfern, um seine Besatzung zu retten. Nachdem wir uns mit dem Mechaniker beraten hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass das Feuer in Abteilung 4 die Raketen zur Explosion bringen könnte. Das hätte das Ende des U-Boots und den Tod der gesamten Besatzung bedeutet. Angesichts dieser Bedrohung beschloss ich, die Besatzung auf die sowjetischen Handelsschiffe zu verlegen und allein zurückzubleiben. Durch den Notausstieg gelangen alle in Sicherheit. Doch nicht jeder ist über die Entscheidung Kapitän Bretanovs glücklich. KGB-Offizier Valery Pschenitschny argwöhnt, die Amerikaner könnten sich des Schiffes bemächtigen, um seine Geheimnisse auszuspionieren. Als KGB-Offizier war ich sehr besorgt wegen der Nähe der Amerikaner. Unsere militärischen Geheimnisse durften keinesfalls in ihre Hände gelangen. Es war meine Hauptverantwortung, zu verhindern, dass die Amerikaner an geheime Informationen kommen. Pschenitschny lässt fast alle Überlebenden auf den sowjetischen Frachter bringen. Am Bug des U-Boots wird ein Rettungsboot für den Kapitän festgemacht. Während der langen Fahrt nach Hause wird Kapitän Bretanov allein sein. Er weiß, dass sein Schiff jeden Augenblick explodieren kann. Warum ich beim Schiff geblieben bin? Nun, es ist die erste Pflicht eines Kommandanten, bei seinem U-Boot zu bleiben, solange es im Wasser ist. Es ist sein Schiff und er darf es nicht verlassen. Es gab noch einen anderen Grund. Amerikanische Flugzeuge flogen über uns hinweg. Jemand hat sogar das Periskop eines U-Boots gesehen und ein amerikanischer Schlepper war da. Wenn ich mein Schiff verlassen hätte, hätten die Amerikaner es vielleicht gekapert und für sich beansprucht. Zehn Stunden lang schleppt der sowjetische Frachter das havarierte U-Boot ostwärts. Es geht nur quälend langsam voran, aber das Schlepptau hält. Dann, mitten in der Nacht, kommt es zu einem Zwischenfall. Irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr morgens riss plötzlich das Schlepptau. Es riss an seinem tiefsten Punkt, also nicht am Heck des Frachters oder am Bug des U-Boots. Da ein amerikanisches U-Boot, die USS Augusta, in der Nähe war, glaube ich, dass sie unser Schlepptau durchtrennt haben. Entweder mit ihrem Turm oder mit der Hülle. Die US Navy bestreitet, dass es ein derart riskantes und provokatives Manöver gegeben hat. Wenn ein amerikanisches U-Boot in die Nähe von K-219 beordert worden ist, um die dortigen Aktivitäten zu beobachten, dann wäre es aufgrund der Regeln und Gesetze, die auf See gelten, niemals, wirklich niemals nahe genug gekommen, um irgendwie in diese Aktivitäten verwickelt zu werden. Allein auf einem treibenden, havarierten U-Boot durchlebt Kapitän Bretanov Stunden, die zu den dramatischsten des Kalten Krieges zählen dürften. Er muss eine schwere Entscheidung treffen. So dicht vor der amerikanischen Küste gibt es nur einen sicheren Ort für K-219, auf dem Meeresgrund. Beobachter und U-Boot-Experten mutmaßen, dass Bretanov sein U-Boot selbst versenkt hat. Wenn es so war, wird er es niemals zugeben. Als ich sah, dass der Turm des U-Boots nur noch 1,5 Meter aus dem Wasser ragte, wusste ich, dass es innerhalb von Sekunden sinken würde.
Ich nahm die Flagge an mich und sprang in das Rettungsboot. Als ich zurückblickte, sah ich, wie das Heck und die Schrauben aus dem Wasser emporragten. Es war das letzte Mal, dass ich sie sah. Sie sank nicht senkrecht, sondern etwa in diesem Winkel. Dann verschwand sie. Tausend Seemeilen vor der amerikanischen Küste geht eines der am schwersten bewaffneten Schiffe, die jemals gesunken sind, in 6000 Meter Tiefe auf Grund. Oktober 1986. 115 Überlebende des sowjetischen U-Boots K-219 treffen im Hafen von Havanna im kommunistischen Kuba ein. Die tropische Insel muss den Seeleuten wie ein unwirklicher Traum erscheinen. Der Traum ist schnell genug vorbei. Politoffiziere holen die Besatzung zu einer eindringlichen Befragung ab. Kapitän Britanov wird nicht wie ein Held, sondern wie ein Verräter empfangen. Ich hatte das deutliche Gefühl, dass die Marine und das Militär nach einem Sündenbock suchten. Sie wollten einen Schuldigen für die Katastrophe. Genau darauf lief es schließlich hinaus. Sie gaben uns die Schuld an den Ereignissen. Alles war unsere Schuld. Es gab keine Probleme in der Marine, keine technischen Probleme mit dem U-Boot. Dann wurde ich beurlaubt. Als ich zurückkam, erfuhr ich, dass mein Führungsoffizier entlassen worden war. Jetzt war ich an der Reihe. Ich wurde als dienstuntauglich aus der Marine entlassen. Auf Britanov wartet das Gefängnis. Doch diesmal ist das Schicksal auf seiner Seite. Ein junger deutscher Hobbypilot landet mit einem Sportflugzeug direkt neben dem Roten Platz in Moskau. Beim sowjetischen Militär rollen die Köpfe. Die neuen, fortschrittlicheren Befehlshaber begnadigen Igor Britanov. Heute kämpfen Britanov und seine Besatzung um ihre Rehabilitierung. Ich weiß nicht, wie ein anderer Kommandant reagiert hätte. Doch ich glaube, dass ich meine Aufgabe, das Leben meiner Besatzung zu schützen, erfüllt habe. Ich wollte sie retten. Und das habe ich getan. Sergei Preminin wird für seine Heldentat posthum mit einem Roten Stern ausgezeichnet. Sein Vater und seine Mutter nehmen die Auszeichnung entgegen und den Dank der Männer, die er gerettet hat. 1987 beenden die Sowjets die Patrouillen der Yankee-U-Boote vor der amerikanischen Küste. Glasnost ist jetzt die Devise. Der Kalte Krieg ist vorbei. Der Westen hat gewonnen. Die amerikanische Politik fühlt sich vom Lauf der Geschichte bestätigt. Die Lektion, die der Kalte Krieg gelehrt hat, war, wenn man in Frieden und Freiheit leben will, muss man stark und kampfbereit sein. Man bekommt den Frieden nur, wenn man sehr stark ist. Auch die Seeleute der sowjetischen Marine glaubten, dass sie für den Frieden gekämpft haben. Jetzt liegen ihre todbringenden Schiffe, die einst Amerika mit totaler Vernichtung bedrohten, zerstört und rostend in einem russischen Hafen. Die Männer, die auf ihnen zur See gefahren sind und ihr Leben aufs Spiel setzten, sind nicht vergessen.
Auf einer Tafel in einer Kirche im russischen St. Petersburg wird den Männern, die in der Stille eines geheimen Krieges ihr Leben ließen, der verdiente Tribut gezollt. Ihre Namen wurden in der sowjetischen Presse niemals genannt. U-Boot-Besatzungen haben auf beiden Seiten einen hohen Preis bezahlt, um im Kalten Krieg das Gleichgewicht des Schreckens aufrechtzuerhalten. Heute kann die Welt ihnen die Ehre erweisen und ihren Kameraden, die nie nach Hause zurückgekehrt sind.